Ist das nicht der absolute Hammer? Ich liebe diese Leuchtwolle. Man hat so tolle Effekte damit und heute häkeln wir diese Nachteule damit. Wir beginnen mit einem Fadenring und häkeln in den Fadenring 19 Doppelstäbchen. Meine Leuchtwolle, die ich mir bestellt habe bei Temu, ist ziemlich dick und deswegen habe ich die drei Fäden, die man hier sieht, aufgezwiebelt und mir einzelne Fäden daraus gemacht. Das ging ganz gut und jetzt ist die Wolle schön dünn, wie ein ganz normales Baumwollgarn und ich benutze die Nadelstärke 4,0. Ich habe diese Leuchtwolle bei Temu bestellt. Das hat den Vorteil, dass es versandkostenfrei ist. Dauert allerdings eine Woche, bis es da ist. Also bei anderen Anbietern bekommt man die schneller. Und es eilt ja schließlich. Man kann die Eule auch ohne diesen Aufhänger häkeln und dann einfach auf einen Magneten kleben und zum Beispiel an den Kühlschrank pappen. Für kleine Notizen. Diese Eule hier daneben, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt sehen könnt, habe ich aus normaler Wolle gehäkelt. Die leuchtet jetzt natürlich nicht. Das sind die Utensilien, die wir brauchen. Also entweder dieses Leuchtgarn, 50 Gramm reichen. Und von normaler Wolle kann man einfach einen Rest nehmen. 20 bis 30 Gramm reichen da. Ein paar Wackelaugen, schiere Häkelnadel ist natürlich selbsterklärend. Und ich möchte das mal ausprobieren mit dem Magneten. Da habe ich mir so ein Ding hier rausgesucht, was ich noch hatte. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich habe ja eben im Dunkeln schon erklärt, dass ich diese Wolle, die aus drei Fäden besteht, geteilt habe. Und dann diese dünnen Fäden erhalten habe. Also es war nicht nachahmenswert und nicht empfehlenswert. Ich habe auch irgendwie kein Foto davon gemacht. Es war schon ein heilloses Chaos, aber jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich diesen dünnen Faden habe, weil damit lässt sich die Eule dann sehr gut häkeln. Wir beginnen mit einem Fadenring. Ziehen uns den Faden hier so durch und da hinein häkeln wir erstmal drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei und dann 19 Doppelstäbchen. Bei Doppelstäbchen nimmt man zweimal diesen Umschlag. Zieht den Faden durch den Fadenring und dann durch die ersten beiden Schlaufen auf der Nadel. Nochmal Faden holen, durch die nächsten beiden Schlaufen auf der Nadel und dann ganz durch. Wieder zweimal den Faden holen, hier unten durch den Fadenring. Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen. Faden holen durch die nächsten beiden Schlaufen und durch. Hier unten aufpassen, dass der Faden aus dem Fadenring nicht durchflutscht, weil hier wird hinten am Ende dann gezogen. So, jetzt häkeln wir insgesamt 19 Doppelstäbchen in diesen Fadenring hinein und dann sehen wir uns wieder. 19 Doppelstäbchen sind fertig gehäkelt und jetzt nehmen wir diesen Faden, diesen Anfangsfaden vom Fadenring und ziehen den ganz stramm, so dass sich das in der Mitte wirklich gut zusammenzieht. So. Und beenden die erste Runde mit einer Kettmasche hier oben rein, wo wir vorhin angefangen haben mit den drei Luftmaschen. Die drei Luftmaschen sind in dem Fall eine Steigemasche und ersetzen ein Doppelstäbchen. Das heißt, wir haben jetzt
so viel wie 20 Doppelstäbchen in der ersten Runde gehäkelt. Und das ist auch wichtig, weil die Zahl durch 5 teilbar sein muss. So, ich nehme jetzt diesen Anfangsfaden und häkel den mit hier hinein. Gleich, das seht ihr dann. Das Schöne an dieser Eule ist, dass wir alles an einem Stück häkeln mit einem Faden. Wir wechseln also nicht zwischendurch das Knäuel oder so, alles an einem Stück. Als nächstes häkeln wir jetzt 4 Luftmaschen und dann ein Doppelstäbchen hier unten rein in die gleiche Masche, wo die Luftmaschen entsprungen sind. So. Jetzt nochmal ein Doppelstäbchen hier unten in die gleiche Masche einstechen. Und dann 4 Luftmaschen. 2, 3, 4. Mit einer Kettmasche hier wieder reingehen. So, dann entsteht hier oben dieser, ja, ich weiß nicht, was ist das bei der Eule? Ein Ohr oder einfach nur so ein Federbuschel? Und dann wieder ein Doppelstäbchen hier unten rein in die nächste Masche. Ihr seht, dass ich diesen Anfangsfaden einfach da liegen habe und den mit weghäkel. Und dann können wir den gleich auch abschneiden. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, und nochmal hier unten in die gleiche Masche einstechen und eine Kettmasche. So, jetzt muss sich jeder von euch überlegen, ob die Eule so einen Aufhänger bekommen soll oder ob die ohne Aufhänger werden soll, um sie auf so einen Magneten zu kleben oder für etwas anderes zu benutzen. Wer jetzt einen Aufhänger häkeln möchte, der häkelt jetzt 40 Luftmaschen. Einfach 40 Luftmaschen und dann wird wieder hier nochmal in die gleiche Masche eingestochen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich ja als nächstes eine Eule ohne Aufhänger haben möchte, um sie auf diesen Magneten zu kleben. Also nach dem Aufhänger, den möglicherweise der ein oder andere gehäkelt hat, wieder in die gleiche Masche eingestochen hat, geht es weiter mit 3 Luftmaschen. 3. Meinen Anfangsfaden habe ich in der Zwischenzeit abgeschnitten. Und jetzt ein Doppelstäbchen. In die nächste Masche. Vier Luftmaschen mit der Kettmasche hier unten wieder einstechen, durchziehen und dann 2 Doppelstäbchen in die nächste Masche. Und 3 Luftmaschen. Nochmal hier unten in die gleiche Masche einstechen. Und eine Kettmasche. So, dann sind wir hier oben mit den Augen schon mal fertig. Als nächstes 3 Luftmaschen. Und in die nächste Masche eine Kettmasche. 3 Luftmaschen. In die nächste Masche eine Kettmasche. 3 Luftmaschen. In die nächste Masche
eine Kettmasche. Das Ganze jetzt noch zweimal. Jetzt sind wir hier unten an der Stelle angekommen, wo wir diese Schwanzfedern häkeln. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Mitte hier rüber zu ziehen, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Maschen als nächstes zur Verfügung für diese Schwanzfedern. Nur, dass ihr seht, ob ihr noch auf dem Kurs seid. Jetzt 4 Luftmaschen. Und ein Trippelstäbchen. Dafür lege ich dreimal den Faden um die Nadel, steche hier unten in die nächste Masche ein und ziehe. Zwei durch, die nächsten zwei und dann durch die nächsten zwei Umschläge und fertig. Jetzt wieder drei Umschläge in die nächste Masche einstechen, durch zwei Umschläge, durch zwei und fertig. Drei Umschläge, wieder in die gleiche Masche einstechen, durch zwei, durchziehen und fertig. Nochmal Trippelstäbchen in die nächste Masche. Nächstes Trippelstäbchen in die gleiche Masche, also zwei Trippelstäbchen in die gleiche Masche einstechen, und jetzt noch ein Trippelstäbchen in die nächste Masche einstechen. Und wieder 4 Luftmaschen. Und hier unten in die nächste Masche einstechen. Und dann geht es wieder los mit 3 Luftmaschen, eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, eine Kettmasche. Und dann kommen wir hier oben an und sind auch schon fertig. So, wenn ihr nach 5 mal 3 Stäbchen einer Kettmasche auch hier oben wieder angekommen seid, habt ihr alles richtig gemacht. Den Faden schneiden wir ab. Und dann kann man den auf der Rückseite einfach ein bisschen so hier durchziehen. Entweder mit der Häkelnadel oder ihr nehmt dafür eine Stopfnadel und zieht den einfach durch ein paar Maschen auf der Rückseite durch. Und dann ist auch schon fertig, mein Mann guckt, was ich hier mache. So, das reicht schon. Ist ja nur, dass er nicht in der Gegend rumhängt. Großartig halten muss er ja nichts. So, und das ist unsere Eule. Ich habe mir jetzt hier wieder ein paar Wackelaugen herausgesucht. Die werde ich einfach mit Klebstoff da drauf kleben. Dann anschließend quetsche ich die Eule noch ein bisschen platt mit so einem Gewicht. So ein uraltes Ding, das habe ich, keine Ahnung, seit Ewigkeiten. Ich weiß auch nicht, woraus es ist. Ich hoffe nicht, dass es Blei ist. Die Wackelaugen habe ich
Übrigens bei Teddy gekauft. So, jetzt warten wir eine Stunde oder so. Und wenn sie nicht mehr genug leuchtet, einfach mit der Taschenlampe anstrahlen und dann leuchtet sie wieder. Das ist meine Nachteule und ich liebe sie.